Tees mit Ganoderma-Pilz. Der Spica-Tee von DXN enthält keine Teeblätter, es ist ein Kräutertee aus natürlichen Kräutern hergestellt. Seine Hauptbestandteile sind Spica-Prunella, Minze, Reishi-Pilzextrakt, chinesisches Süßholz und Mandarinenschalen. Er enthält kein Koffein und kann zu jeder Tageszeit konsumiert werden. Die wichtigsten Auswirkungen sind: immunstärkend, krampflösend, entzündungshemmend, leberreinigend, entgiftend, alterungshemmend, senkt den Cholesterinspiegel und das Diabetesrisiko. Es hat eine günstige entzündungshemmende Wirkung auf die Gastritis, die Entzündung der Magenschleimhaut, die Magenübersäuerung und die durch die Magenübersäuerung verursachten Schleimhautschäden. Dank seiner schleimlösenden Wirkung hilft er, trockenen Husten zu beseitigen. Der Reishi Gano-Tee enthält neben dem Ganoderma-Extrakt auch fermentierte Blätter der Camellia sinensis. Forschungsergebnissen zufolge ist der Tee reich an Antioxidantien wie Flavonoiden und Polyphenolen, die Zellen und Gewebe vor Schäden durch freie Radikale schützen. Eine ausgezeichnete Wahl für Menschen, die keinen Kaffee trinken. Beide Teesorten können heiß oder kalt, mit oder ohne Zucker getrunken werden. Es enthält keine künstlichen Aromastoffe oder Geschmacksverstärker.